Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Fable 3 Bad Princess und ich wollte euch hier nur zeigen, bevor wir weitergehen nach Bowerstone, das Lager der Söldner ist total leer. Ich wollte die eigentlich vorerst einmal aufmischen, weil die uns ja immer wieder angegriffen haben, obwohl sie uns versprochen haben, sie sind einfach nur unsere Freunde und pipapo. Und da gibt es auch einen Händler, wo wir eben Küken kaufen hätten können, aber statt Karotten, Möhren und so ein pipapo. Und das ist merkwürdig. Und ich weiß nicht, ob das ein Bug ist bei dem Spiel, aber da ist nichts. Da ist niemand. Oder brauchen wir erst den Geschichtsfortschritt, also die Story, müssen wir vorantreiben. Und das nächste Merkwürdige, das ich euch zeigen werde, ist in Brightwall. Drum machen wir einen kurzen Jump dorthin. Also Leute, ich habe da jetzt einen Jump nach Brightwall gewagt und die Jungs, obwohl ich nichts verbrochen habe hier und alles abgebüßt habe, der Depp greift mich an. Aber wir können da fladern. Also klauen. Da klauen wir doch gleich einmal. Auf Teufel komm raus. Auf jeder meiner Kugeln steht euer Name. Ja, geh weg. Der hat's nicht anders gewollt. Gibt es denn gar nichts Positives in eurem Leben, des Gesetzes? So hätte es nicht. Na, hier und für euch. Und nicht zu knapp. So, die wollen es nicht anders. Und jetzt? Wir können dann nicht weiter. Tut mir leid. Was ist mit dieser Einstellung? Jetzt blüht euch was. Nicht einfach so. Also wir kennen da keinen Erbarmen mehr. Das kann ja nicht sein. Und solange wir da einfach nicht das Bußgeld bezahlt haben, können wir auch nicht weiterhin was klauen oder so. Nein, lasst mich leben. Ich flehe euch. Ja, lass das doch. Ich tue dir ja nichts. Die sind immun gegen Zauber. Ein schöner Boxsoldat. Also ich frage mich, wo kommen denn die ganzen? Ihr solltet schnell einen Raum. Soldaten hier. Ah doch. Versucht auf.
So. Und da oben stehen noch immer welche. Also, ich glaube, das lassen wir jetzt. Das nimmt ja kein Ende, oder? Also, ich verstehe das Spiel das jetzt Geschäft nicht. Das Geschäft läuft momentan so schlecht. Ich könnte gleich alles verschenken. Wir kaufen dir noch was ab, oder? Wir können dir nichts abkaufen. Wir müssen jetzt 40 Minuten wegbleiben von hier. Egal. Wir gehen weiter nach Bowerstone, okay? Ah, hallo! Ah, zuerst schauen wir in die Waffenkammer. Wir haben ja was gestohlen hier. Euch stehen neue Waffen zur Verfügung. Schnell und scharf. Das sind wohl die beiden passendsten Adjektive, um Schwerter zu beschreiben. Aha. Der ist nicht schlecht. Aber wir als Frau bleiben bei einer flotten Klinge, nehme ich an, ja? Da schauen wir noch das Info an. Vielleicht können wir dann diese geniale dieses geniale Multifunktionstötungswerkzeug eignet sich sowohl zum Ausgraben von Schätzen als auch zum Aushöhlen des menschlichen Brustkorbs. Stöberer grabt 30 Gegenstände aus. Schneller werden brauchen wir nicht. Messerstecher erledigt 300 menschliche Feinde. 10% Chance auf Rückschlag von menschlichen Feinden. Bereiniger erledigt 50 Adelige. Das klingt, als ob wir die behalten werden, ne? Gut, das lassen wir mal. Schwerter sind schnelle Waffen, die können und Raffinesse erfordern. Und das, möchtet ihr die Waffe? Ne, eigentlich nicht. Das haben wir eigentlich wohl. Gut. Na, dort wollen wir nicht hin. Wir wollen zurück zu Sir Walter. Und, genau. In Richtung Bowerstone. Okay. Also ganz verstehe ich das nicht. Wir hatten nichts verbrochen und der hat uns angegriffen, dieser Soldat. Und dann haben wir eigentlich uns nur gewehrt. Oh, da sind wir weit weg. Ich mache hier einen kurzen Schnitt, okay? Ah, das sind Hops. Wir können kämpfen. Ah, so nicht, gell? Nahkampf. Ja, ist der hart im Nehmen. Wir müssen uns da ein wenig mit Zauberei behelfen, weil die sind aber wirklich... Wo ist er? Da hat einer auch noch ein Lebenszeichen von sich gegeben. Na gut. Die sind wirklich hart im Nehmen jetzt. Seht ihr? Kommt's rein. So, und jetzt machen wir das mit dem Handwerkszeug. Hat er jetzt da ewig geschrien? Ja, klar. Komm her. Komm, Hobby. Schaut euch das an. Die Princess ist ja dermaßen cool. Der kommt auch nicht näher, gell? Na, das war jetzt zu wenig. Okay. Na, der lebt ja noch, oder? Jetzt nicht mehr. Gut so.
Aber die Hauptstory ist eh so kurz, deswegen können wir uns sehr ein wenig spielen. Da hinten oben müssten auch noch welche sein. Müssten, ja. Ah doch. So, wir machen das wie gehabt. So. Und dann schauen wir, dass wir gute Kameraeinstellungen kriegen. Ja, war nicht so schlecht, gell? Wir können auch einmal nur blocken. Ja. Ja. Die Prinzessin kommt echt gut, okay? Ich schwärme ja nur mehr von ihr. Da lebt ja noch einer, oder? Nicht mehr. Gut so. So, und jetzt das große Rätsel. Ich glaube, das mache ich dann. Wo nimmt die den Spaten her? Eine Perle, wie immer. Gut, eine kurze Pause. Ich muss mal 4 kleine